schön leer saugen hier die Dose, sagt er. Matthias bohrt sich schon wieder eine Nase. Ein Schwanbein böses, glaube ich, aber ich will tatsächlich nur ein einfaches Video machen. Mal zu zeigen, was wir hier so treiben. Ah, schön ist das. Schön Fettkacke ballern. Nährstoffe aus Grünland ausbringen, damit der dritte Schnitt genauso gut generieren kann wie der zweite Schnitt, um Grünfutter zu erzeugen für die Kühe auf diesem Betrieb. Damit sie dann beim nächsten Mal auch wieder so schön viel Milch geben können. Die wird dann als Milch und Käse und Butter in diversen Kaufhäusern kaufen können. Ich meine, also das ist regional und das ist gute Qualität. Und ich meine, Gras schmeckt ja nicht mal ein Veganer, deswegen ist es gar nicht schlecht, dass das vorher durch die Kuh geht, bevor wir das zu kaufen kriegen sollen. Und alles, was hinten aus der Kuh rauskommt, muss ja auch wieder irgendwo hin. Und so schließt sich dann der Kreislauf hier, ne? In diesem Sinne. Reiß auf den Hahn, es geht weiter. Es macht Spaß. Ein bisschen. Voll machen, leer machen. Voll machen, leer machen. Und das dann auch noch mit diesem, wie heißt das Ding? 6175 von LVD Krone. Schon leer. Dann war da ganz schwacher Moment. Wieso dauert das denn so lange da? Er hätte auch schon lange wieder fahren müssen. Telefon, oh, wow. Oh, jetzt hier, AB-Linie hat er gefunden. Gestänge geht runter und die Kacke kommt ins Fließen. 24 Meter ausbringen, Breite, sagt er. 36 kann er auch. 36 schockt dann aber nicht so, weil das dann so doll pendelt und das alles so schlackert. Und auf Grünland reicht noch 24. Guckt einer sich das an. Ja. Schönes Gespann. Da unten fällt die Kacke raus. Als wenn da eine Kuh hingeschossen hat, nur gleichmäßiger. Ein Traum. Wie im Bilderbuch. Früher hat man das in einem Profi gelesen und sich angeguckt und geträumt. Und heute lebt man diesen Traum. Also den Traum, das in echt zu sehen. Das ist ja nicht so der Traum, aber irgendwann ist ja immer dabei gewesen, ist alles.